Klavier lernen mit meinem Online-Kurs oder mit YouTube-Videos. Worin liegt der Unterschied? Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Franz Titscher von Spielen Klavier lernen. Wenn du leichter und schneller Klavier lernen möchtest, dann abonniere jetzt meinen Kanal und drück auf die Glocke, wenn du nichts mehr verpassen möchtest. Ja, diese Frage wird immer wieder mal gestellt. Worin liegt eigentlich der Mehrwert von meinem Online-Kurs, von meinem Premium-Kurs, der natürlich bezahlt werden muss, ja? Gegenüber meinem YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal, der wird eigentlich relativ spontan von mir mit Videos gefüttert sozusagen. Ja? Da reagiere ich auf Fragen und gebe Tipps und das Ganze ist wenig strukturiert. Es gibt zwar ein paar Playlisten, die also so ein bisschen thematisch geordnet sind. Guckst du mal unter Playlisten, da geht es um zum Beispiel richtig üben oder Klaviertechnik oder auch wie man Akkorde übt und Akkorde transponiert und mit Akkorden überhaupt umgeht. Es gibt also schon da eine gewisse Struktur, aber das würde ich niemals als Kurs bezeichnen. Mein Online-Kurs, der ist gut didaktisch strukturiert. Das sind momentan 15 Einzelkurse, die im Gesamtpaket zusammengefasst sind. Ja. Es geht los mit einem Einsteigerkurs und du hast halt da wirklich einen Lehrplan, der also von A nach B geht. Schritt für Schritt gehst du vor und lernst alles, was du brauchst, um eben sinnvoll Schritt für Schritt Klavier zu lernen. Und das hat natürlich einen Vorteil, du brauchst dich also nicht mehr um viel kümmern, du musst also nicht jetzt einzelne Videos auf YouTube zusammensuchen oder dir selber einen Lehrplan zusammenstellen. Du kannst tatsächlich das so durchgehen und so das Klavierspielen lernen, wenn du als Einsteiger zum Beispiel. Auf meinem Klavierkurs sind die Stücke wirklich von Anfang bis Ende umfassend behandelt. Also ich gehe alle Details systematisch durch. Auf dem YouTube-Kanal, da gibt es mal einen Tipp zu dieser Stelle, mal einen Tipp zu jener Stelle. Wie gesagt, das ist einfach kein umfassender Kurs, das sind keine umfassenden Tutorials. Genau, was du noch wissen musst, ist, mein Klavierkurs behandelt vor allem klassische Stücke. Es gibt zwar auch einen kleinen Boogie-Kurs und ich lege auch sehr viel Wert auf Improvisation. Das nutze ich als Übetechnik. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man sich auch mit dem Improvisieren beschäftigt. Allerdings möchte ich das nicht unbedingt begrenzen, nur auf das Improvisieren im Popstil mit 4 Akkorden. Das reiße ich auch an, aber das ist nicht unbedingt meine Spezialität. Also wenn du zum Beispiel wirklich nur Popmusik lernen möchtest und also dieses freie Spiel, da gibt es wieder spezielle Kurse von Kollegen, da bist du vielleicht tatsächlich woanders besser aufgehoben. Ich möchte also gar nicht unbedingt jetzt ausschließlich für meinen Kurs Werbung machen. Gehen wir es nochmal ganz allgemein durch. Mit YouTube-Videos kannst du viel lernen, wenn du sehr, sehr selbstständig bist. Du musst dir halt alles selber zusammensuchen. Ja? Klar, mittlerweile, ich denke, du findest alles auf YouTube mittlerweile. Und wahrscheinlich kannst du dir selber einen Kurs zusammenstellen für dich, das wird funktionieren. Aber das ist sehr, sehr mühsam und du musst natürlich auch dann wissen, was sind wirklich gute Tutorials, ja? Welche Videos sind wirklich fachlich fundiert. Weil leider findest du wahnsinnig viel Müll und Mist und auch Falschaussagen auf YouTube. Ich möchte jetzt da nicht in die Details gehen, aber da wirst du selber drauf kommen, aber das musst du halt, du musst den ganzen Mist aussortieren. Ne? Und wenn du meinen Kurs kaufst, da garantiere ich dir, das, was du da lernst, das hat Hand und Fuß. Ne? Ich will auch nicht verschweigen, der richtige Lehrer ist immer noch die beste Lösung, ne? Ist die Königsdisziplin. Oder vielleicht noch besser ist eine Kombination aus einem Lehrer, wo du hingehst, und meinem Online-Kurs. Der Nachteil beim Lehrer ist halt, du hast halt eine Stunde in der Woche oder vielleicht alle 14 Tage, du musst hinfahren und dann, wenn du daheim bist, hast du oft schon wieder die Hälfte vergessen von dem, was du gemacht hast. Und du kannst dir die Stunden halt nicht wieder neu anschauen. Und beim Online-Kurs kannst du dir halt diese Lektionen, diese Videolektionen immer wieder anschauen, so oft du willst. Ja? Und du kannst immer wieder auch die Bewegungen sehen, die ich dir vormache. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Also beide Systeme haben was für sich und was der Online-Kurs nie bieten kann, ist leider, das ist eine individuelle Kontrolle. Ja? Der Online-Kurs kann dir nicht sagen, wenn du falsche Töne spielst. Der Online-Kurs kann dir auch nicht korrigieren, wenn du verkrampft bist. Das kann er nicht. Ja? Dafür ist er auch wesentlich günstiger als der Individuallehrer. Aber eine Kombination aus so einem Online-Kurs und ab und zu mal zu so einem Lehrer gehen, der so einem fachlich gut ausgebildeten Lehrer, kannst auch bei mir ab und zu mal eine Stunde kriegen. Ich bin bloß momentan wahnsinnig ausgebucht. Also
Das ist wahrscheinlich der Königsweg. Ja, jetzt habe ich dir ein paar Anregungen gegeben. Die Entscheidung, wo du hin willst, musst du selber treffen. Guck dir das nochmal genau an. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß, viel Erfolg und finde einen guten Lehrer oder finde den richtigen Kurs oder stell dir deinen eigenen Kurs zusammen. Bis denn, bis demnächst, dein Franz Titscher aus München.